Willkommen zurück zu Pokémon, die rote Edition. Beim letzten Mal haben wir uns ein Mew beschafft. Heute wollen wir den Rest der oberen Route da erledigen. Viel ist es ja nicht. Und uns auf den Weg zu Bill machen. Und auch noch heute nach Möglichkeit den Arena-Leiter von Azuria City bezwingen. Ob ich das alles hinkriege? Na, mal gucken. Aber ich bin erstmal frohen Mutes und hoffe auf das Beste. Ja. Also gucken wir mal. Einmal hier an all denen hier vorbei. Dann locken wir ihn dann nach Möglichkeit raus. Geht das? Ja. Damit wir an das Item da oben rankommen. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ach, du bist der Typ zu der Tuse vom letzten Mal. Okay. Wie gesagt, mein Freund ist cool. Er ist so cool, dass er einen Radfratz hatte. Ich bin ja schon fast entgeistert. So. Wir setzen in den Kampf die Doran ein. In der Hoffnung, dass Nidoran den umhaut. Fangen wir am Giftstachel. Wenn wir denn dürfen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hornattacke. So sieht Schaden aus. Schalalalala. Und dann muss auch schauen. Mehr Schaden kann nicht schaden. So, weg ist er. Das sind Erfahrungspunkte für alle. Erstmal umwechseln auf Mew. Vor allem ist dann auch das Düdüm weg. Können natürlich probieren. Wandler verwandelt uns ja in das Rettern. Ich bin umwickelt, na toll. Das macht nicht so viel Schaden. Bitte warten. Mew versucht sich zu wehren. Funktioniert. Und nochmal fünfmal Wickel, ja? Kann sie nur um Stunden annehmen. Nee, nicht Giftstachel, lass das mal. Also Mew ist für Level 11 tatsächlich schon nicht unerheblich stark. Ach, so ein Mist. Ja, so ein Mist. So. Mammut findet TM19. TM19 ist... Geowurf. Könnten wir theoretisch Mew beibringen? Machen wir jetzt aber nicht. So. Dann bekommen wir ihn hier oben. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. So, wusste er. Er ist einfach ein Hellseher, ist er. Der Teenager. Das heißt Teenager. Auch er hat ein tolles Rettern. Los, Mew, du kannst es schaffen. Hauptsache, ich werde nicht vergiftet. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, umwickel mich. Wenn das so jetzt einen Witz machen, ich lasse es. Irgendwelche Wickelspielchen. Mew erreicht Level 13. Wuppdidu. Ein Sandern. Wir lassen es erstmal im Kampf für die Erfahrungspunkte. Und dann wechseln wir auf Myroplach. Myroplach regelt. Das wird schon super. Hoffe ich. Aber nicht mit dem Sandwirbel. Alter, Doppelsandwirbel, ey. Aber ich treffe trotzdem. Yay. Ich hasse Naht. Oh, daneben. Ja, komm, ich hatte noch nicht genug Sand in den Augen, ne? Ich liebe es. Ich lüge auch noch ein bisschen.
Einmal noch. Einmal muss noch sein. Bitte nehme ich umbauen. Dankeschön. Sander besiegt, yay! Erfahrungspunkte, yay! Ich weiß gar nicht, auf welchem Level sich Myrapla entwickelt. Ich glaube 24, 25, 26, irgendwie so. Ich wusste, dass ich verlieren würde. Naja, aber du wusstest auch, dass wir kämpfen. Ach toll. So, hallo. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Neid ist der Pfad zur dunklen Seite. Kyuru möchte kämpfen. Ja, dann zeig mal, was du hast. Ein Myrapla. Na, das ist ja schon mal eine einfache Entscheidung am Anfang. Da gehen wir natürlich direkt über zu Blutexo. Okay. Einmal die Glut. Die tut mir gut. Und ihm auch. Was? Nicht mal umgehauen? Was soll denn das? Für mich gemobbt? Myrapla sieht auch so ein bisschen aus wie so eine. Nein, wie Mairüppchen, aber eher so wie eine schwarze Rettich, ne? Taubsi. Ja, können wir auf jeden Fall mal wechseln, das Pokémon. Und dann gehen wir auf Carpado über, würde ich sagen. Ei, komm. Erstmal ein Pfund. Immer ein Pfund Schläge hier. Eine Fleischstecke. Ja, was hätten sie denn heute gern? Ja, ein Pfund Hackepeter und ein Pfund Schläge. Hey, ich bin ein Fisch. How much is a fish? Nee, also im Moment, Tackle macht jetzt noch nicht wirklich viel, ne? Wo aber nicht wirklich viel ist, kann natürlich noch viel draus werden. Yay. Ich habe doch was geschafft. Weiter so. Myrapla. Auf jeden Fall wechseln, beziehungsweise... Nee, wir lassen jetzt mal Carpado mal wieder, damit Carpado auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Und dann gehen wir rüber zu Blutex. Damit das auch klappt hier. Mit den Nachbarn. Einmal fette Glut. Oh, Volltreffer. Keine Chance. Ich bin nicht neidisch. Ach so. Ah, oh, okay. Was haben wir hier? Küstenhaus. Hier wohnt Bill. Hallo Bill. Klopf, klopf. Ein PC. Immer ransitzen. C64. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Und du bist? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keines. Nimm mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Nein. Nein? Komm schon. Ich stecke in wirklich ernsten Schwierigkeiten. Also hilfst du mir bitte? Bitte? Okay, alles klar. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellenteilungsprogramm. Okay. Geh einfach, ne? Na gut, okay. Ja, komm. Langer Text ist lang. Wir helfen dir. Warte. Ja. Okay. Wäre aber auch gemein, ne? Mammut startet den Zellseparator. Und wo sind jetzt die Zellen des Pokémons hin? Mit welchen Pokémon hast du dich denn vereint? Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Modell Bootsticket.
In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du nicht Lust hinzugehen? Ich mag auch nicht so viel Trubel. Aber hey, gut, kann man machen. Okay, hätte sein können, dass er noch was anderes sagt, aber nö, dann halt nicht. So. Sonst hier hinten ist, glaube ich, nicht mehr so viel. Und jetzt haben wir einen trainerfreien Weg zurück nach Azuria City. Bitte warten. Ja, an den ganzen Trainer hier vorbei. Der einfache Weg halt. Bitte warten. Ist ein langer Weg. Langer Weg ist lang. So, der Polizist steht auch nicht mehr vor dem Haus. Da können wir uns gleich mal zuerst reinschauen. Aber erstmal die Pokémon heilen. So, und dann können wir auch mal Abra ablegen, weil Abra werde ich tatsächlich nicht weiter verwenden. Also außer spontan fällt mir noch ein, so, ach ja, bei dem Trainer können wir hier den Trick vom letzten Mal halt nochmal irgendwie verwenden. Aber selbst wenn, dann glaube ich, bis dahin haben wir ein Fluchtseil noch oder keine Ahnung was. Also bleibt Abra jetzt hier mal zu Hause. In der digitalen Box. So. Bitte warten. Ich muss mit einem Polizisten reden. Herr Officer, guten Tag. Leute, hier wurden beraubt. Das hier war gesteckt dahinter. Ja, weiß ich. Okay. Dann gehen wir doch mal rein. Was ist hier los? Oh, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn hier los? Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Das geht ja nicht. Kannst du eh machen. Dies gemeine Team Rocket, hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen, eine TM mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Okay. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Und kein Schaufler. Dann gucken wir mal, ob wir was gegen Team Rocket hier machen können. Hallo? Hey, bleib draußen. Du hast ja nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? So wie du gekleidet bist? Nee. Da wird mich halt auch jeder auf der Straße anhalten, wenn ich mit so einem schwarzen Shirt mit einem roten R rumlaufen würde. Eigentlich genau der Typenvorteil, den wir hier haben, aber ich habe noch keine Psychoattacke. Bedauerlicherweise. Ja, wobei wir probieren es mit einer Fundattacke, auch wenn Fund dann wiederum mehr ist. Wir können aber auch Wandler benutzen. Haben dann vielleicht eine Kampfattacke und Kampf gegen Kampf ist schon stark. Nee, war nicht so? War nicht so, dass Kampf gegen Kampf effektiv ist? Hm, falsch gedacht. Naja, nicht schlimm. Wir haben es geschwächt. Das ist ja schon mal viel wert. Dann gehen wir auf Nidoran. Und dann wird es schon. Hey. Wow, Volltreffer. Okay, kein Knicken. Nur Text noch regelt. Muss. Karatschlag hat halt eine relativ hohe Chance, einen Volltreffer zu landen. Aber ich auch. Uah. Ein Traumato. Wir wechseln trotzdem mal ganz kurz auf Mew wieder. Und dann wieder zurück auf Glutexo für zum Niedermachen von Traumato. Und dann mal gucken. Och nö. Nicht Hypnose, nicht genau hingucken, dann schlaft ihr alle ein.
bitte warten. Lutex pennt erstmal ein bisschen. So ein Penner. Aua. Mit wem, Mann? Auch er hat einen Pfund Schläge zu verteilen. Alter, ich schlafe immer noch, ne? Das wird nichts mit Glutexo hier. Ja. Er hat sein Leben verpennt. Okay, Carpador, du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich bin schneller als Tomato. Wunder. Aber ich bin auch schwächer als Tomato. Das wundert mich nicht. Und sonst mit XV wohl nix. Myraplar jetzt in den Kampf zu schicken, ist ziemlich sinnfrei. Kannst natürlich vergiften. Aber dann werde ich nicht mehr viel aussetzen, machen können. Gut, dass der Giftbruder jetzt ausgesetzt hat, passiert. Aber Absorber wird jetzt nicht so viel machen. Sobald er hier Konfusion einsetzt, ist Myraplar hinüber wahrscheinlich. Warte. Wenn er weiterhin... Na gut, er hat jetzt schon 10 mal Konfusion eingesetzt, ne? Ich glaube, er hat nur 10 AP auf Konfusion. Myraplar könnte diesen Kampf gewinnen. Oder auch nicht. Oder hat Konfusion 20 potenzielle AP? Egal, das restliche bisschen, das hauen wir noch weg. Ich weiß nur noch nicht wie. Nidoran kann es probieren, aber ich glaube da nicht dran, weil Gift und so. Hornattacke. Ja, das wird nichts. Da haben wir nur noch Mio. Mio muss das jetzt rumreißen. Mit seinen paar KP. Wir haben natürlich noch einen Trank. Will ich den dafür verwenden? Nein. Weg ist es. Verdientes Level Up. Hatte Last Hit. Ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde. Okay, ich gebe die gestohlenen TM zurück. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Ja, und TM 28 ist Schaufel. Was weg ist, ist weg. Ich werde dich dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Okay, das hatten wir. Du noch irgendwas? Nee, nur dasselbe Mist wie sonst auch. Okay. Wir können tatsächlich, glaube ich, auch da hinten jetzt rum. Theoretisch erstmal die Arena von Azuria City umgehen. Wenn ich nicht irre. Wir können ja mal kurz gucken. Also wir können auch nicht nach rechts weiter, aber ich glaube, wir könnten unten weiter. Wenn ich mich nicht irre. Genau, hier ist dicht. Hier brauche ich erst den Zerschneider. Aber hier können wir lang. Dann sollten wir nach unten auch weiter können. Jetzt beim... Ja, war ich. Okay. Manchmal bin ich ja schon ein bisschen verwirrt. Machen wir hier eine kleine Route mit ein paar Pokémon vielleicht? Mal gucken, was läuft denn hier so rum? Radfred Topsy. Nein, Topsy auf jeden Fall. Okay. Aber dich will ich jetzt nicht. Nee, geh weg. Ich war mir nicht sicher, ob das in dieser Edition fangbar ist, aber dann nehmen wir das als unser Kampf-Pokémon mit ins Team. Ich hatte noch nie ein Kampf-Pokémon großartig im Team. Wow. Aber weil es ein Volltreffer war, weißt du? Okay, Pokéball, Flieg und Sieg.
Wie ist das noch neulich, ne? So viele Pokémon-Bälle brauchst du jetzt gar nicht. Brauche ich wohl. Wohl. Möchte Mankey keinen Spitznamen geben? Nein. Keine Ahnung, was wir noch so an Pokémon haben. Später, ich glaube, gelbe Edition, ich wollte Episode sagen. Gibt es dann hier Mauzi oder sowas? Auch blau? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Mankey ist dann nicht in der blauen Edition, dafür kriegst du einen Mauzi. Kann das sein? Wen haben wir denn hier? Später ist hier so ein Pensionsleiter. Jetzt haben wir hier... Ich leite diese Pokémon-Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Nein. Dann bis später. Ich kann natürlich hier ein Pokémon abgeben und das leveln lassen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt im Moment. Und doch. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Hier gab es auch einen Trick, wie du halt hier dran vorbeikommst. Ich weiß aber nicht mehr, wie der ging. Also, abseits dessen, dass du ihm auch einfach was zu trinken holst. Und hier haben wir dann den Diktatunnel, ne? Tunnelfahrt, Azuri City, Urania City. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Du willst dir mal, du machst hier die Arena. Bist du zwar niedere männlich? Willst du es gegen mein niedere weiblich tauschen? Nein. Schade. So, hier. Okay, ist gar nicht der Diktatunnel. Der kommt später in Urania City, ne? Irgendwo hier in den ganzen Fahrradwegen gibt es halt auch immer wieder Gegenstände einfach irgendwo auf dem Boden, die du halt mit dem Detektor ermitteln kannst. Aber, ja, das ist absolut, nö. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Ist das sicher? So. Dann können wir mal schauen, was es hier gibt. Ein Mürreplan. Und natürlich hier auch noch ein paar Trainer, ne? Aber wenn schon, denn schon. Du taubst sie, yay. Und doch. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Echt? Raus. Ja, dann Fundattacke. Nee, lass mal den Giftstachel bei dir zu Hause, ey. Was denn das? Ich mir halt mal ein paar Erfahrungspunkte, ist ja auch in Ordnung. Haupi. Können wir auch mal Carpador das machen lassen. Also die nicht so starken Pokémon hier. Wenn jetzt hier noch so ein Safcon Kukuna hat, dann können wir auch unser neues Mankey kämpfen lassen. Auch wenn es ja schon geschwächt ist. Carpador ist voll mal stärker als Raupi, schwör. Also später haut so ein Tackle von Carpador schon ordentlich rein. Wirklich mit anderen Pokémon, die dann Tackle haben, weißt du? Oh komm. Gut so, Carpador, weiter so. Hornlio hat er noch. Dann wechseln wir nochmal auf Mew. Weil das wird das Mankey nicht schaffen.
warten. So. Geht doch. Du beliebst zu scherzen, oder? Nee. Voll mal mein Ernst und so. Und auch hier wieder ein tolles Mankey. Oh, das ist sogar Level 14. Ah, das werde ich jetzt nicht austauschen. Muss ich sagen. Und hallo. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Ich wollte nur stören und kämpfen. Ich wollte mal so sein wie andere Trainer. Der Pfadfinder hat Shiggy. Wie toll. Ja, dann würde ich mal sagen, wir wechseln auf Myrapla. Absorbier. Ja, genau. Gieß die Pflanze ein bisschen. Ich wachse und gedeihe. Nee, so nicht, Kollege. So nicht. Ein, vielleicht sogar zweimal noch. Dann nochmal die Pflanze gießen, ne? Ja, toll. Nee. Ich kann einfach nicht siegen. Ja, ist halt schon kacke, ne? Entschuldigung, aber das hier ist eine Privatsache. Ja, egal. Stört mich jetzt weniger. Ja, probieren wir es mit der Fundattacke, oder? Das gute alte Fundschläge. Guck mal, Volltreffer. Bam. Die Bam in die Fresse. Ein Pikachu. Wir lassen es erstmal. Guck mal, das funktioniert doch ganz gut. Ja, genau, damit ich paralysiert werde, ne? Tolle Idee. Hat aber dennoch funktioniert. Ich hasse es zu verlieren. Leben ist hart. Finde ich damit ab. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Nee, aber ich habe Mew. Ein paralysiertes Mew. Ein Smetbo. Dann holen wir mal Glutexo, ne? Och nö. Och nö. Ich hasse es. Genau, das kann ja jetzt auch Konfusion. Das Mipple ist schon ein gutes Pokémon. Also halbwegs gut. Nicht sonderlich stark, nicht sonderlich schwach. Das hat schon mit Konfusion eine coole Attacke, die du sehr, sehr früh bekommst. Ja, das war's für Glutexo, würde ich sagen. Ja, okay. Problem. Mankey? Mein, gegen Konfusion gar keine Chance. Vielleicht sind wir schnell genug und wir haben einen... Nein, haben wir nicht. Was war ein Satz mit X? Wir haben gar nichts mit diesem Mankey. Es kommt alles erst noch. Dann Nidoran.
Nidoran, Giftstachel. Der Giftpuder macht keinen Sinn. Sehr effektiv, macht aber wenig Schaden. Ne, wir bleiben bei Giftstachel. Oh nö. Gibt's ja nicht. Ja, das ist böse. Macht böse Aua. Das war nicht mal ein Volltreffer. Der Myraplar ist jetzt ähnlich bescheuert. Wir machen mal Giftpuder. Wenn wir dazu kommen. Ja, geht noch gerade so. Ja, keine Wirkung, das gibt's doch nicht. Ja, dann muss Mew jetzt alles rausholen hier. Komm schon. Das ging tatsächlich besser als gedacht. Und Level 17. Wuhu! Wird ja immer besser. Du bist ein zu guter Trainer. Nein, ich weiß ja nicht. Also jetzt die nächsten Begegnungen werden wir nicht überstehen. Dann landen wir gleich wieder an Zuri City, ist ja auch gut. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Na, du bist auch mit zugelaufen. Olle Kuh. Drei Pokémon bestehen wir nicht. Das wird nichts. Ja. Paralysiert, Genauigkeit gesenkt. Schlimmer geht's nicht. Und jetzt soll Cavador es rausreißen? Ich weiß ja nicht, ich bin skeptisch. Ja, besonders wenn Cavador schon nichts mehr sehen kann, ey. Lass doch mal das arme Cavador in Ruhe. Oh. Naja, dann muss ich zumindest nicht nach Azuri City zurücklaufen. Ist doch eigentlich ganz positiv. So. Ja, dann gehen wir in die Arena, würde ich sagen. Wir wechseln nochmal unser erstes Pokémon aus. Dann machen wir gegen Carpador. Und wir Carpador ziemlich schnell auf ein höheres Level kriegen. Ja. Das hatten wir schon, okay. Dann gehen wir rein. Dazu ist hier die Pokémon-Arena. Leitung Misty. Bisher riesiger Palo. Hey, warte du, Champion im Spiel. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Echt? Cool. Wusste ich. Hallo. Was geht denn? Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. In dem Aufzug willst du kämpfen? Nein, ich weiß ja nicht. So, dann wechseln wir mal das Pokémon auf Myraplar. Komm, mach mich nass. Geht doch. War ein Volltreffer. Der ist voll nass. Voll geblubbert. Okay. Ja, mehr Blubber. Meine Blubbels.
noch mehr Blubbels. Mit einer Seifenblasenattacke, ne? Das kann auch uns auch gut gehen. Jetzt hat Sepa noch ein KP oder so, ne? Ein Publikum. Ja, gibt auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte. Zurück auf Carpador, wir sind dann wieder auf Myraplak können. Ab zur Bär. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Alter, Tackle Volltreffer, ich glaube, es hackt. Kommen wir da hin? Geht doch. Ja, mal ein Level Up für Carpador. Das darf nicht wahr sein. Ja, dann halt nicht. Hallo, du Olle. Zuerst fordere ich dich heraus, Misty muss warten. Eine Pfadfinderin. Yippie-yay. Hat ein tolles Goldini dabei. Oh ja, das hat eine Hornattacke. Und Schnabel kann es, glaube ich, auch. Schnabel ist eine Flugattacke. Ah, oh, und Superschall. Voll toll. Myraplak ist verwirrt. Myraplak hat sich selbst verletzt. Ja, Schnabel macht böse Aua. Komm schon, nein. Ich bin schon verwirrt. Ich bin nicht mehr verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Ha, ging daneben. Sehr gut. Einmal noch. Der Rudenschlag ist mir Wurst. Erstmal. Und da ist down. Down ist ihn. Verdientes Level für Myraplak. Das werden wir brauchen für gleich den Arena-Leiterkampf. Oh, und wir kriegen Stachelspore. Noch besser. Ich bin überwältigt. Du kannst mal sehen, ne? Ich bin reif fürs Pokécenter, würde ich sagen. Wo ich sonst was mache, erstmal zum Pokémon-Center. So. Ich mach mal meine Pokémon wieder fit hier. Und dann gehe ich wieder. Dann holen wir uns jetzt den zweiten Orden. Das Mut, das Mut. Hey ho, Misty. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Naja, mit einem Pokéball. Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Meine basiert darauf, einen Typenvorteil zu haben. Misty möchte kämpfen. Ich bin mir unsicher, ob sie kämpfen möchte. Aber ich glaube ihr einfach mal. X-Abwehr, ja gut, okay. Stachelspore. Damit ich hier immer zuerst dran bin. Gleich. Weil durch Paralyse verringert sich auch die Geschwindigkeit des gegnerischen Pokémons. Ist er, schon sind wir zuerst dran.
Und es besteht da die Chance, dass der Gegner nicht angreifen kann. Ist er? So wie jetzt. Manchmal schon praktisch. So, Misty wird Starmy in den Kampf schicken. Will ich da rumwechseln? Eigentlich schon. Besteht die Gefahr, dass es deswegen alles zu Bruch geht? Ja. So, dann zurück auf Myrapla und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir machen auch hier wieder eine Stachelspore. Volltreffer-Tickel. Ich hab's hackt. Absorbier. Oh, das macht ja nicht so viel Schaden. Und das ist sehr effektiv. Er hat ja hohe Verteidigungswerte. Ich meine, ja, X-Abwehr wurde auch gerade reingeworfen, aber trotzdem. Das ist schon heftig. Kann ich nicht anders sagen. Ja, wir können es schaffen. Wenn er so weitermacht. Und plötzlich einen Hyperschrall raushaut oder so ein Dreck. Das kann sie ja nicht, aber trotzdem. Sterndu ist der Army übrigens auch ein Wasser-Pokémon, das auch Elektroattacken erlernen kann. Total dürfte. Komm schon, komm schon! Mach Routenschlag! Oh. War klar. So. Carpador! Du kannst es schaffen. Ich glaube an dich, kleiner Fisch. Ich glaube an dich. Guck mal, du bist sogar schneller. Zack. Okay, das könnte kritisch werden. Du kannst es schaffen. So, sehen Volltreffer aus. So, einmal noch. Komm schon, kleiner Fisch. Nein, es ging daneben. Ich habe an dich geglaubt, habe ich. Komm schon. Bam. Also, Mensch, da hat er sich das jetzt verdient, oder? 931 Erfahrungspunkte. Das war schon... Wie hat er sich jetzt wirklich hart verdient? Wow, du bist sehr gut. Das weiß ich, danke. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Okay. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den zerschneidern und jederzeit einsetzen. Den muss ich immer haben. Du kannst kleine Büsche tagen und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Aha. TM11 ist Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, aber nicht Carpador. Nicht Carpador. Ah, okay. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt verdienterweise natürlich ins Pokémon-Center. Und dann machen wir an dieser Stelle dann weiter. In der nächsten Folge werden wir dann weiter uns auf den Weg nach Urania City begeben. Der Weg nach unten hin sollte jetzt relativ einfach zu bezwingen sein. Jo. Und dann hört und stört man sich in der nächsten Folge von Pokémon, die rote Edition. Bis dahin, viel Spaß und noch viel Dank fürs Zuschauen und bis denne!